ist der Bahnhof von Flensburg. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin heute wieder mal unterwegs in Schleswig-Holstein auf dem Klimawalk. Es gibt ungefähr 30 Kilometer. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Wanderung. Da noch einen Blick auf den Bahnhof von Flensburg. Da hier drüben, da sind alles voll mit Krähen. Wir haben gerade ein Konzert heute Morgen und viele Nester. Ist alles voll. Ich durchquere jetzt hier ein Industriegebiet von Flensburg. Die Altstadt, da war ich schon mal, das zeige ich jetzt euch heute nicht. Nochmal. Ist doch so schön. Diese Aprilglocken. Da noch immer im Industriegebiet von Flensburg. Das ist riesengroß. Da hören auch die Aprilglocken auf. Ein riesiges Einkaufszentrum. Das ist wirklich groß. Da unten die Eisenbahn, die nach Dänemark führt. Und ich bin da jetzt immer weiter außerhalb von Flensburg. Das da hier ist jetzt die Ostring-Angente. Und ich gehe da weiter. Da bin ich auch schon runtergekommen. Und von daher komme ich jetzt. Und dieses Dorf da heißt Jarblund. Jetzt geht es da noch einen kleinen Teil der großen Straße entlang. Und dann kann ich abzweigen in eine ruhigere Straße. Ich bin ja hier schon mal durchgegangen. Da gibt es zwei Klimawalks. Da sind sie jetzt wieder zusammen. Und ein bisschen später trennen sie sich wieder. Dann geht der Ochsenweg da durch. Der Pilgerweg, der E1. Und auch der E6. Jarblund verlassen wir jetzt. Und da vorne ist eine Bank. Da mache ich jetzt die erste kleine Pause.
Die Umgebung da ist nicht ganz flach, wie viele meinen, dass Schleswig-Holstein flach sei. Es gibt schon Gegenden, wo alles flach ist, aber da jetzt nicht. Und da hinten hat es noch einen kleinen Tümpel. Und auch hier in dieser Gegend. Ist heute übrigens viel, viel schöner, hier diese Wanderung zu machen, als das letzte Mal, wo ich da durchgegangen bin. Da war es neblig und Winter. Heute sehe ich am Weg sehr viele Aprilglocken. Und man merkt, dass Frühling ist. Es blüht in allen Ecken. Die Vögel hört man zwitschern. So schön. Übrigens, dieses Mal bin ich an zwei Tagen unterwegs. Heute der Klimawalk und morgen mache ich noch an meinem Pilgerweg weiter. Übernachten werde ich in Flensburg, werde also wieder zurückfahren. Aber so ist mein bester Ausgangsort wieder, Flensburg. Da ist ein bisschen eine wilde Weide. Letztes Mal waren da noch Tiere drin. Dafür hört man heute Morgen die Vögel zwitschern. Ein Gratiskonzert. Da sieht man jetzt doch wieder ziemlich weit. Und da vorne, in diesem Waldgebiet, wo es die kleinen Hügel hat, dort komme ich heute jetzt dann vorbei. Jetzt habe ich die ersten Häuser erreicht von Munk-Wolstrup. Schönes, kleines Dorf. Das letzte Mal bin ich da geradeaus gegangen zum Sankelmarkersee. Und ich
mache jetzt ein bisschen eine andere Tour hier zu einem historischen Gebilde. Das da hier ist das größte, nördlichste rekonstruierte Langsteingrab. Und so soll es 3500 vor Christus ausgesehen haben. Enorm eine lange Sache da. Da weiß ich jetzt auch jemand, der da hier, glaube ich, reinkriechen würde. Da noch die Umgebung. Und das da vorne, das könnte noch ein Grabhügel sein. Ein Kriegsdenkmal. Und das sieht man da noch Schönes. Der Sankelmarker See. Da unten. In diesem Wald da drüben war ich jetzt und jetzt komme ich da in diesen Wald da hier drüben und da bin ich an der großen Straße. Ist nicht so angenehm da, wenigstens getrennt, kann da schön auf dem Fahrradweg gehen. Dieser Bach da unten, das ist die Träne. Ein ziemlich, und ich glaube sogar der größte Fluss da in
Schleswig-Holstein. Und da hier drüben wäre Oewersee. Da fange ich dann morgen mit dem Weg an, mit dem Pilgerweg wieder weiterzugehen. Das da ist die älteste Gaststätte in Schleswig-Holstein. Früher war sogar noch ein Strohdach, ist jetzt aber schon zweimal abgebrannt. Historischer Krug, 1519, königlich. Hier komme ich morgen nach vorne. Dort kommt auch der E1, der E6, der Pilgerweg und auch der andere Klimawalk. Jetzt habe ich hier wieder zum Teil einen gemeinsamen Weg. Dieser Wald hat doch jetzt kleine Hügel. Leider bin ich da wieder auf einer Asphaltstraße immer noch. Aber die kann ich jetzt dann zum Glück schon bald verlassen. Schönes Tal da. Da hat es ziemlich viele Wege, die da reinführen in den Wald. Ich zeige jetzt dann auch schon bald ab. Da sieht man doch ziemlich weit. Da habe ich jetzt abgebogen. Da vorne geradeaus ginge der Jakobsweg und der E1 und E6. Und der Klimawalk geht jetzt da hinten durch. Bin gespannt, ob ich überhaupt durchkomme. Sonst gehe ich dann halt wieder zurück. Sehr abenteuerlich da. Ganz schöner Wald, das gefällt mir da. Und jetzt muss ich da vorne durch dieses sumpfige Gelände. Oho. Da unten ist alles sumpfiges Gelände. Und das ist auch noch eine interessante Konstruktion da.
Schon interessant, diese Gegend da. Ich glaube, es ist fast schöner dadurch, als wenn man dem Europa-Fernwanderweg und dem Pilgerweg entlang geht. Ein ganz schöner Waldbach. Jetzt habe ich die Frohrupper Berge verlassen. Da ist wieder eine Rasthütte. Da mache ich jetzt eine kurze Pause. Da draußen sind alles voll Schafe und ein Esel. Die sind auch friedlich beieinander da. Und ich komme wieder in flacheres Gebiet. Hey, Elli. Da hat es wieder einen kleinen Hügel und da gehe ich natürlich wieder auf eine Straße und da auf dieser Seite wieder weite, weite große Felder. Diesem Dorf komme ich jetzt gerade runter. Alles voll mit Aprilglocken.
schön. Und da geht es doch gerade ziemlich hoch. Ich bin wieder in einer großen Ebene unten. Da vorne eine ganz große Biogasanlage. Da wird Strom gemacht. Ich habe den Ortsrand von Sieverstedt erreicht. Ins Dorf werde ich nicht direkt reinkommen. Da drüben sieht man die Kirche von Sieverstedt. Die gehen wir dann morgen anschauen. Da vorne kommen wieder ein bisschen Hügel. Sonst ist einfach alles flach. Ich komme jetzt von da. Und da hier kommt der Pilgerweg nach unten. Auch der E1 und der E6. Und jetzt geht es hier wieder ein kurzes Stück gemeinsam, bevor ich all die Wege wieder verlasse. Übrigens auch der Klimawalk kommt dort runter, der andere. Das da hier ist die Hostrupper Au. Schöner Bach. Da unten sogar eine kleine Insel. Das da hier ist Stenderup, auch ein schönes Dorf. Und jetzt geht es da nach hinten. Jetzt komme ich von da. Ich habe den Jakobsweg, den Europa-Wanderweg 1 und 6 bereits verlassen und auch den anderen Klimawalk. Von hier geht er jetzt über 100 Kilometer getrennt oder vielleicht sogar noch mehr. Oh, da kommt noch ein schöner Teich da vorne. So weit das Auge reicht, alles flach. Das ist sehr nasser Boden da. Übrigens hier auf dieser Straße werde ich dann mit dem Bus zurückfahren.
da sieht man weit. Und da vorne geht schon wieder runter. Da drüben ist die Ortschaft Klappholz. Und da ganz oben habe ich den höchsten Punkt von meiner jetzigen Wanderung. Dann geht es nur noch runter. Da drüben ist doch ziemlich ein hoher Hügelzug. Und ich bin noch immer nicht ganz oben. Da vorne geht es doch ziemlich steil runter. Und da hier ist alles noch flach. Schön gewellte Form. Und da vorne kommen doch wieder ein paar Häuser und meinem Ziel komme ich auch immer näher. Wir sind da übrigens ganz in der Nähe vom Naturpark Schlei. Die Schlei ist ein 42 Kilometer langer Meeresarm von der Ostsee. Zum Teil ist sie ganz schmal und zum Teil sehr breit. Muss ein ganz schönes Gebiet sein. So, da vorne nähern wir uns unserem Ziel. Ich habe es geschafft.